euch ganz, ganz herzlich zu einem neuen Video von mir. Heute, nach gefühlt langer, langer Zeit, endlich mal wieder ein Monatsfavoritenvideo. Als ich nämlich letzte Woche durch meine Videoplayliste gescrollt habe, ist mir aufgefallen, dass ich wirklich geschlust habe, was das angeht. Ich glaube, locker 2-3 Monate kam das nicht. Und ein Monatsfavoritenvideo macht natürlich auch nur Sinn, wenn man es monatlich dann eben auch abdreht. Und deswegen Memo an mich, ich muss dran denken, ne? Ich habe ein Gehirn wie ein Sieb. In diesem Sinne, ich habe alles hier vor mir aufgereiht. Holt euch ein Käffchen, lehnt euch zurück. Ich wünsche euch ganz, ganz viel Spaß und los geht's. Ich versuche natürlich alles, was ich euch zeige, so gut es geht, in der Infobox zu verlinken, damit ihr euch selber so ein bisschen durchklicken und auch informieren und belesen könnt. Mir gelingt das nicht immer, weil manchmal gibt es die Sachen gerade aktuell nicht oder halt nur so ähnliche Sachen, aber dann habt ihr eben Alternativen. Und diejenigen unter euch, die mich auf Instagram und gerade auch in den Family Vlogs verfolgen, wissen ganz genau, was hier in diesem Video nicht fehlen darf. Ich habe eine ganz, ganz große Leidenschaft dieses Jahr für mich entdeckt und zwar sind das Shell-Lacke und ich habe das von der Marke CND. Und viele von euch wissen bestimmt wie ich, die auch anscheinend hinterm Mond wohnt, nicht, was das ist. Denn dieses Zeugs gibt es wirklich schon anscheinend jahrelang, aber ich habe noch nie vorher was davon gehört. Ich sag euch, was das ist. Der Knaller. Diese Lacke funktionieren eigentlich wie ein normaler Nagellack, also so werden sie aufgetragen, aber sie trocknen nicht einfach so an der Luft, sondern mit der UV-Lampe und versprechen einen Halt von 14 Tagen. Und genau das ist der Grund, warum ich im Internet so ein bisschen recherchiert und darauf gekommen bin. Denn seit ich Mama bin, habe ich es so leid, mir die Nägel zu lackieren, obwohl ich immer ein Junkie gewesen bin, was das angeht. Ihr wisst es, die mich regelmäßig und schon lange, lange, lange verfolgen. Ich habe es geliebt und es gehörte, als ich noch kinderlos war, zu meiner Abendroutine dazu, alle 2 Tage spätestens meinen Lack neu zu machen. Hat mich überhaupt nicht gestört, aber jetzt mit Kind ist das nicht mehr drin. Und dann kriege ich die Krise, wenn es am gleichen Tag oder spätestens am nächsten wieder alles abblättert und man denkt, wofür hast du eigentlich die Stunde Zeit investiert? Und deswegen bin ich darauf gestoßen. Als ich mich dann dafür entschieden habe, das auszuprobieren, habe ich eben so ein bisschen geguckt, welche Firmen bieten diese Shell-Lacke an und natürlich auch so ein bisschen unter uns Mädels ausgetauscht, wer hat schon Erfahrung. Und die liebe Natalie von Real Natalie, oder heißt sie jetzt nur noch Natalie, bin mir gerade nicht sicher, ich glaube, sie hat ihren Namen umgeändert, die benutzt das seit Jahren. Und deswegen habe ich auf sie vertraut, habe das bestellt und jetzt kommt der Knaller. Diese Dinger kosten, ich glaube, im Duo 40 Euro knapp, also Topcoat und Basecoat. Und dann hatte ich mir damals noch dieses Kirschrot ausgesucht, diese einzelne Farbe, Ochsblatt. Ich sag's euch, Leute, das hat auch nochmal 20 Euro gekostet. Und wenn man natürlich nicht weiß, ob das funktioniert, dann hadert man so ein bisschen, denn es ist wirklich ein Schweinegeld. Aber warum ist es in den Favoriten? Weil es funktioniert. Und ich habe euch auf Instagram mitgenommen, ich habe das getestet, ich habe euch täglich gezeigt, wie meine Fingernägel aussehen und es hält wirklich bombastisch. Es ist der Knaller. Ich habe alles damit gemacht, was ich sonst auch mache und habe natürlich spitzäugig, wie ich bin, immer ganz penibel drauf geachtet, ist schon was abgeblättert oder nicht. Und es hält locker 10 bis 12 Tage. Es sei denn, ihr seid wie ich und fangt dann selber irgendwann an zu knibbeln, weil ihr wissen wollt, wie geht das Ganze nun wirklich ab und vor allem will man ja auch irgendwann eine andere Farbe haben. Und zum Abmachen auch ganz easy peasy. Bei einigen funktioniert es so, dass man wirklich ohne Behandlung das Zeugs so im Ganzen abziehen kann. Aber es gibt auch extra ein Lösungsmittel. Das kann man auch extra bestellen. Das macht man sich dann auf so ein, ja, wie so eine Art Nagelpflaster oder eben auf Wattepad mit Alufolie. Da gibt es auch 1000 Varianten. Dann lässt man das so 5 bis 10 Minuten einwirken und dann kann man es anschließend auf jeden Fall abknibbeln. Also total easy peasy. Viele haben mich gefragt, wie ist es? Haben deine Nägel darunter gelitten? Überhaupt nicht. Ganz und gar nicht. Der Auftrag von diesen Shell-Lacken funktioniert genauso wie normales Nagellack-Auftragen auch. Mit dem einzigen Unterschied, dass man halt noch eine UV-Lampe braucht. Das heißt, man nimmt den Basecoat, trägt den auf unter die UV-Lampe, dann kommt die Farbe eurer Wahl unter die UV-Lampe und zu guter Letzt eben der Topcoat unter die UV-Lampe und man ist fast fertig. Zu guter Letzt kommt halt noch so eine Art, ich weiß gar nicht, wie die Bezeichnung ist, wie gesagt, die Links und alle Infos in der Infobox, wie so eine Art Primer. Dann nimmt ihr quasi diese Fettschicht einmal mit so einem Wattepad ab und dann seid ihr aber wirklich kompletto tutti fertig. Ich kann euch das nur ans Herz legen, wem es da so geht wie mir. Ich habe mich für CND, wie gesagt, entschieden, weil Natalie davon geschwärmt hat. Auch die Recherche im Internet hat mir gezeigt, dass CND ganz, ganz weit oben liegt, was wirklich die Haltbarkeit angeht. Es gab so viele unter euch, die das ausprobiert haben. Dann habt ihr mir Bilder geschickt und geschrieben, Jule, vielen lieben Dank,
lang und es hat funktioniert. Ich habe es ausprobiert, trotz des Geldes, denn ich muss wirklich sagen, es ist eine Hausnummer, ne? Also man muss erstmal investieren und hoffen, dass es funktioniert. Belest euch da gerne im Internet, lasst euch so ein bisschen berieseln. Ich bin jetzt momentan auch auf dem Stand, dass ich den Farblack komplett weglasse, also nur Basecoat benutze, dann direkt den Topcoat und eben meine normalen Essie-Nagellacke. Das hält auch 3 bis 5, maximal 7 Tage, dann geht es vorne ab. Aber immerhin besser als gar nichts. Und vor allem kann ich sie weiterhin verwenden. Also Top-Favorit. Den nächsten Favoriten habe ich eher spontan gekauft. Und ich bin eigentlich weniger der Typ, der Foundations spontan kauft. Ich beriesel mich und informiere mich immer vorab im Internet oder gucke ganz, ganz viele Reviews. Weil es gab schon so viele Momente im Leben, wo ich einfach spontan eben meine Foundation gekauft habe und mich im Nachhinein so geärgert habe, weil es überhaupt nicht zu meiner Hautstruktur, geschweige denn zu meinem Hautton gepasst hat. Und wie viele wissen unter euch, ne, Foundations sind nicht gerade günstig. Und deswegen habe ich mir immer gesagt, nochmal machst du den Fehler nicht. Aber bei der Foundation von L'Oreal Perfect Match Hautton anpassendes Make-up war das anders. Da war ich nämlich bei DM mit Motte und der Aufsteller hat mich total irgendwie angesprochen. Da waren ganz viele Frauen drauf, das weiß ich noch. Dann war noch ein Concealer bei und das Ganze sogar noch im Angebot. Und dann bin ich da halt stehen geblieben, habe mich einen Moment damit beschäftigt und habe gedacht, ach komm, jetzt oder nie, habe das mitgenommen. Tja, und jetzt ist es hier im Favoritenvideo und ich wurde wirklich so selten für eine Foundation so unfassbar oft von euch da draußen angesprochen, genauso wie auch im Freundeskreis. Leute, das ist das hier. Ich habe hier die 2.N Vanilla, muss aber dazu sagen, der Kauf liegt ja jetzt auch schon locker 4, 6 oder wenn nicht noch länger Wochen zurück und da hat es perfekt gepasst, aber jetzt durch die Sommerbräune, ist ja klar, wird man dunkler, muss ich das Ganze eigentlich dunkler kaufen. Ich habe aber noch Akku war leer, musste ich austauschen. Und jetzt weiß ich gerade nicht mehr, wo ich stehen geblieben bin. Ich meine, ich habe euch zuletzt erzählt, dass das zu hell für mich ist. Ich habe auf jeden Fall noch eine dunkle Foundation von Maybelline, die Fit Me. Die finde ich auch super in der Nummer 120 und das beides vermische ich. Funktioniert einwandfrei. Ich kann euch ja mal kurz sagen, was draufsteht. Also die hat zum Beispiel auch einen Lichtschutzfaktor 16. Hautton-ähnliche Farbpigmente erfassen auf Mikroebene genau den Ton und Unterton ihrer Haut, getreu dem Spektrum aller natürlichen Hautfarben. Und genau das ist ja meist unsere größte Sorge oder das größte Problem, dass wir gar nicht wissen, was unser Unterton ist und was die perfekte Farbe ist. Und das passt sich quasi unserer Haut an. Optimierung der optischen Hautstruktur. Feinste Pigmente sorgen für perfekte, ebenmäßige Deckkraft ohne Maskeneffekt. Ist für mich immer super, super wichtig bei Foundations, um ihre Haut natürlich zu verschönern. Einfaches Verblenden und bietet noch 24 Stunden Feuchtigkeit. Und genau das, was draufsteht, so fühlt es sich auch an. Es ist 0,0% schwer. Es gleicht irgendwie so diese Makel und Unebenheiten total aus, ohne so als richtige cakey Maske sich anzufühlen und auch aussehen zu lassen. Also ich liebe diese Foundation total und werde auch der sehr treu bleiben. Das weiß ich jetzt schon. Und nur einfach der Jahreszeit entsprechend die Farbnuancen anpassen. Also Top-Produkt. Ich habe einen neuen Favoriten, der vor so 4, 5 Jahren so mein Haupt-Food-Element gewesen ist. Ich spreche von der Chai Latte von Krüger und zwar in der Geschmacksrichtung Vanille-Zimt. Leute, ich sag's euch, ich habe das inhaliert. Ich habe das so geliebt und dann habe ich mir das irgendwann so übergerochen, dass ich immer, wenn ich das irgendwo gesehen habe, nur gedacht habe, bleh, bleh. Ich konnte das echt nicht mehr sehen. Das ist ganz, ganz schlimm. Schreibt mir gerne mal in die Kommentare, ob ihr auch so Lebensmittel habt, die ihr euch satt gegessen habt. Soll es ja geben, genauso wie mit auch Parfums oder sonstigen Sachen im Leben, die man einfach nicht mehr sehen, riechen oder schmecken kann. Würde mich wirklich sehr, sehr interessieren. Auf jeden Fall habe ich dieses Getränk gesuchtet, Leute. Wirklich gesuchtet. Selbst Ralf hat damals immer zu mir gesagt, wie kann man das jeden Tag trinken? Wobei man auch sagen muss, man muss Chai auch mögen, sonst macht das Ganze keinen Sinn. Ich weiß, das ist eine Zuckerbombe hoch 10, aber für mich war das immer eine total coole Alternative zu dem normalen Kaffee. Und gerade in den kalten Wintermonaten, ich sag's euch Leute, das schmeckt so unfassbar lecker. Oh, okay. Jetzt ist es wirklich Game Over. Ich wollte nämlich gerade sagen, das nächste Produkt fällt mir hier quasi schon auseinander. Das hat es jetzt auch wirklich zerrissen. Ich spreche nämlich von einem Blush von NYX, was ich immer gesagt habe, aber ich habe mich eines Besseren belehren lassen. Man spricht es nämlich NYX aus. Aber ich glaube, bis heute und auch in Zukunft wird es jeder so machen, wie er lustig ist. Soll er ja auch. Ich glaube aber, ihr wisst, was ich meine. Und zwar ist es der Blush Dusty Rose.
PB02. Keine Scheibe mehr drin, wie gesagt, ist jetzt auseinandergepflückt. Habe ich heute auch drauf, genauso wie in den letzten Vlogs und Videos. Ich liebe das. Und genauso wie mit dem Make-up ist es auch bei dem Blush so, dass so viele von euch, gerade hier auf YouTube, danach fragen, was ich immer im Gesicht trage. Das ist phänomenal, wirklich, wie ihr darauf achtet oder merkt, dass ich ein anderes Produkt benutze. Ihr seid total die Freaks, was sowas angeht. Also nicht negativ auffassen, ich finde das ultra bemerkenswert aufmerksam. Also wirklich ganz, ganz großes Kino. Was ich enorm gut finde bei NYX, gerade was Rouge angeht oder allgemein die Make-up-Artikel, ich finde einfach das Preis-Leistungs-Verhältnis, das passt mega Bombe. Es ist nicht zu günstig, es ist aber auch nicht allzu teuer und die Qualität ist einfach enorm gut. Deswegen liebe ich NYX-Produkte. Ich benutze den meistens immer nur, wenn ich anfange, so leicht braun zu werden. Ich weiß nicht, warum das so ist, aber ich finde, er passt dann perfekt auf meine Haut und spiegelt das einfach wieder, was er von der Farbe her auch ist. Also ein richtig schönen Rosenholzton. Der ist matt. Der ist super soft, ganz leicht, pudrig, also super angenehm auf der Haut. Aber man muss natürlich aufpassen, ne? Wenn man da zu stark reingeht, dann hat man hier so einen Balken im Gesicht. Ich muss sagen, genauso wie der aussieht, sieht er eben auch auf der Haut aus. Und das finde ich immer ganz, ganz wichtig, aber finde ich sehr, sehr selten. Jetzt fängt Omi an zu saugen, das ist auch nicht schlecht. Normalerweise sind es die Rasenmäher von den Nachbarn, Bauarbeiter oder irgendwelche Postboten, die klingeln. Jetzt ist es Omi selber, lasst euch davon auf jeden Fall nicht stören. Ich habe euch in meinem letzten Aufgebraucht-Video davon erzählt, dass es momentan sehr schwierig für mich gewesen ist, den richtigen Deo-Roller zu finden. Auch das Problem habe ich gelöst, denn seit Wochen verwende ich diesen Deo-Roller. Das ist Garnier Mineral Ultra Dry Intensiver Schutz 48 Stunden. Lässt Haut atmen, Antitranspirante, ohne Alkohol, ohne Parabene. Und der Duft ist genial. Das ist für mich auch immer wichtig. Also es muss wirken, es muss aber auch gut riechen. Das Ding ist wirklich Gold wert. Hätte ich niemals gedacht. Ich meine sogar, den habe ich mal vor Jahren ausprobiert und fand den total Schrott. Aber so ist das im Leben. Man ändert seine Einstellung, man ändert sein Wesen, vielleicht auch durch andere Einflüsse. Man ändert seinen Geschmack, genauso wie seine Gerüche und so weiter und so fort. Ich kann nur sagen, mega. Die Dinkel Crunchies von DM mussten auch unbedingt ins Video. Ich glaube, ihr habt die schon ganz, ganz oft gesehen, wenn ich sie in einem DM-Haul euch gezeigt und vorgeschwärmt habe. Und deswegen gehören die hier auf jeden Fall rein. Wir lieben sie. Also die komplette Familie ist jetzt nicht ganz so Hayleys Geschmack, aber zwischendurch probiert sie auch gerne mal, weil das knuspert immer so schön. Auf jeden Fall kaufen wir die immer nach und essen die grundsätzlich mit unserem Naturjoghurt. Das Ganze gemischt schön mit irgendwelchem Obst, was wir zu Hause haben, ob es Apfel ist, Banane oder eben diese typischen Apfel-Bananen-Mousse-Geschichten. Also sau lecker und das macht so satt. Ich finde einfach, das ist eine grandiose Alternative mal zu Porridge, beziehungsweise wie Püppi sagen würde, Pollage. Denn irgendwann kann man das Haferschleimzeugs ja auch nicht mehr sehen. Deswegen wechseln wir uns, was das angeht, am Frühstücksmorgen auch gerne ab. Und ich wollte es euch natürlich nicht vorenthalten, denn ich weiß, dass es ganz, ganz viele so Porridge-Frühstücker unter euch auch gibt und das vielleicht für euch auch alternativ in Frage kommt. Genauso wie die Crunchies oder das Porridge gehört auch fast täglich der Smoothie bei uns dazu. Habt ihr auch in so, so vielen Family-Vlogs, glaube ich, schon in unserer Morgenroutine auch gesehen. Wir lieben das und Hayley Gott sei Dank auch. Und darüber bin ich sehr, sehr froh, denn ihr wisst ja, Kleinkinder essen nicht sehr gerne freiwillig Gemüse oder eben Obst. Und ich wurde vor sehr, sehr langer Zeit von der Firma Proseo angeschrieben. Ich glaube, das ist jetzt locker schon so ein halbes, dreiviertel Jahr her. Ich hatte damals gar keine Ahnung, was das sein könnte. Hat mir so gar nichts gesagt, weil es eben halt auf dem Markt noch nicht so publik war. Jetzt mittlerweile sehe ich es schon bei ganz, ganz vielen und muss sagen, ich bin hin und weg, was das Konzept angeht. Denn Proseo bietet online Bio-Smoothies an. Das Prinzip von Proseo ist total einfach und auch selbsterklärend. Ich meine, wer kennt es nicht? Alle lieben Smoothies, aber es ist halt immer voll die Schnippelarbeit. Ich selber erwische mich ganz, ganz oft, dass ich, bevor ich die bei Lidl entdeckt habe und eben auch von Froseo, wenn ich irgendwo unterwegs war, ich habe es geliebt. Ich meine, die sind immer so zwischen 4, 5, 6 Euro teuer und dann denkt man so, okay, macht man ja nicht alle Tage, aber man liebt es eben. Und dann kommt man doch mal auf den Trichter und kauft ganz, ganz viel Obst und Gemüse und zig von Saaten und das kann man alles gar nicht aufbrauchen. Der Tiefkühler ist nicht groß genug, dann muss man es nebenher noch essen und dann wird es einem schlecht und dann hat man quasi das Geld auf die Straße geschmissen und kommt dann doch nicht mehr hinterher, weil man dann doch gerade an dem Tag keinen Appetit hat und so weiter. Und dafür ist eben Froseo da. Ich zum Beispiel gehöre
gehören nicht zu der Kategorie Mensch, die morgens sich nur von einem reinen Smoothie ernähren können. Ich brauche halt, wie gesagt, immer mein Porridge. Ich brauche meine Dinkel-Crunchies oder eben auch Brötchen mit ordentlich Marmelade drauf. Ich bin mehr die Smoothie-Kategorie. Ich genieße das Ganze so zwischendurch oder zusätzlich. Ich bin halt ein Vielfraß und esse gerne und so einer geht immer. Und Froseo bietet eben die Möglichkeit, dass das Ganze completo tutti, frisch und fix und fertig bei euch nach Hause geliefert wird. Das heißt, ihr braucht keine Rezepte mehr raussuchen, ihr habt keine Schnippelarbeiten mehr. Ihr braucht einfach nur noch euer Wasser, Kokoswasser, Kokosmilch, Mandelmilch, was auch immer eure Vorlieben sind. Weil hier steht zum Beispiel immer hinten drauf, was besonders gut dazu schmecken würde. Was immer geht, ist Wasser. Ich werde euch den Vlog dazu nochmal verlinken. Da habe ich euch gezeigt, wie das Ganze funktioniert. Was vielleicht nochmal ganz interessant ist, wie das Ganze geliefert wird. Also alles an Obst und Gemüse, was natürlich bei voller Reife geerntet wird, wird eben in so einem schonenden Verfahren direkt schockgefrostet. Das bedeutet zum Beispiel, dass der Nährstoffgehalt viel, viel höher als bei frischen Lebensmitteln aus dem Supermarkt ist. Und vor allem dienen die Smoothies hauptsächlich dazu, deinen Körper zu unterstützen, gerade was das Detoxen angeht. Oder frei werden von Radikalen oder eben einfach ganz grundsätzlich dein Immunsystem durch die gesunden Lebensmittel zu stärken. Und nicht nur der Inhalt ist nachhaltig, nein, auch die Verpackung. Deshalb hat sich Froseo dafür entschieden, eben auch die Boxen mit Trockeneis auszustatten, damit die Kühlkette eben nicht unterbrochen wird, was ganz, ganz wichtig ist und auch interessant für euch. Ich wusste das zum Beispiel überhaupt nicht. Trockeneis ist nämlich nichts anderes als festes CO2, was unter normalem Druck rückstandsfrei verflüchtigt. Das bedeutet also für den Transport, dank der Verpackung und dem Trockeneis, bleiben die Smoothies bis zu 30 Stunden gefroren. Mega praktisch, denn man muss nicht unbedingt zu Hause sein, gerade just in diesem Moment. Und vor allem könnt ihr alles, was ihr an Material in der Box findet, recyceln, das heißt ganz normal in die Wertstofftonne geben. Wenn ihr Interesse habt, müsst ihr einfach mal auf die Online-Seite gehen und euch da auch so ein bisschen belesen. Da steht alles zu, was ich halt richtig gut finde. Alle Zutaten sind untergliedert. Was ist das für eine Frucht oder was für ein Gemüse, was für eine Saat? Was bewirkt es im Körper? Wofür ist es da? Das finde ich richtig, richtig toll. Da sind zum Beispiel Sachen bei gewesen, die habe ich auch vorher in meinem Leben noch nie gehört, wie zum Beispiel Spiruella. Kann ich noch nicht mal richtig aussprechen bis heute. Aber es ist halt eben alles dort deklariert, was es ist. Die Nährwertangaben und so weiter und so fort. Mega praktisch, vor allem für die Leute, für die das auch sehr, sehr wichtig ist. Ich meine, ich will euch jetzt auch keine Frikadelle ans Ohr quatschen. Ich habe ganz, ganz viel schon auf Instagram darüber erzählt in den letzten Family Vlogs. Das Interesse von euch ist nämlich richtig, richtig groß, weil ihr das genauso wie ich überhaupt nicht kanntet und ich das Konzept eben mega gut finde. Was ganz viele immer fragen, und das finde ich total berechtigt, ist, was gerade die Bestellung angeht, das Anmelden, hat man gleich ein Dauerabo für 12 Monate und so weiter und so fort. Also ihr könnt 6 oder 12 Froseo Smoothies bestellen innerhalb von einer Woche oder eben monatlich euch das liefern lassen. Aber was eben viel, viel wichtiger ist, ihr habt kein Dauerabo. Also ihr könnt ganz normal nach der Anmeldung sagen, ihr probiert das jetzt mal aus. Und da kann ich euch gleich noch zu sagen, ich habe einen 50% Rabatt für euch von Froseo bekommen, finde ich richtig nett. Das heißt, wenn ich euer Interesse jetzt geweckt habe und ihr sagt, Mensch, das hört sich gut an, ich belese mich nochmal, möchte ich ausprobieren, geht ihr einfach auf die Seite, könnt Prince Pessa 50 eingeben und gucken, ob euch das Ganze schmeckt und eben auch gefällt und könnt anschließend, je nachdem, wie es euch gefällt, sofort wieder das pausieren oder komplett kündigen. Aber all das steht da auch geschrieben. Mega lecker, wobei ich sagen muss, es gibt natürlich auch ein, zwei, die mir so gar nicht zu sagen, aber dazu findet ihr mehr im Vlog. Und jetzt schwinge ich vom Futtern rüber zum Putzen. Ihr wisst, Julis 5 Minuten beginnen gleich, deswegen mache ich gleich weiter, damit das hier nicht eskaliert. Was habe ich hier in der Hand? Wovon schwärme ich seit Wochen und bereue es bis heute, dass ich jahrelang mit diesem Teil geliebäugelt und es nicht gekauft habe? Ja, mit dem Fensterreiniger von Kärcher. Ich sag's euch, Leute, die Geschichte habe ich euch auch auf Instagram schon erzählt und ihr merkt, ich rede viel von Instagram, aber ich bin, was das angeht, auch total aktiv und tausche mich dort fast, nee, eigentlich nicht fast, sondern täglich aus. Und daher habe ich euch die Story dazu schon erzählt und in etlichen Vlogs eben auch. Ich habe vor zig von Jahren das erste Mal davon gehört, habe gedacht, okay, braucht kein Schwein, man kann ganz normal seine Fenster putzen. Ich gehöre zur Fraktion, ich hasse Fenster putzen. Und jetzt haltet euch fest, kein Schmu, seit ich das Teil habe. Ich warte immer schon, dass die Fenster schmutzig sind, ne? Hier.
Ich wollte das eigentlich in mein Haushaltsfavoriten-Video mit reinnehmen, aber er muss auch hier rein, weil ich ihn einfach liebe. Und ich weiß nicht, wann das Haushaltsfavoriten-Video kommt. Wenn ihr überhaupt Interesse habt, stimmt gerne mal hier oben ab. Ich muss dazu auch gar nicht mehr viel sagen, weil ich euch in einem Vlog, ich werde das hier mal verlinken, genau gezeigt habe, wie das Ganze funktioniert, was es gekostet hat und so weiter und so fort. Ich habe hier nicht die Kärcherflüssigkeit drin. Das ist eine Frage, die ich immer gestellt bekomme, sondern ich benutze unseren Lieblingsglasreiniger von Frosch. Da packe ich auch original, so wie es ist, die Buddel rein, dann wird das Fenster eingesprüht, dann verwische ich das ganz doll und eins der größten Probleme, was auftritt, dass die Fenster schlierig werden und das hatte ich auch an dem Tag, wo ich es ausprobiert habe, dass ich Streifen hatte und ganz viele von euch hassen deswegen den Kärcher, weil sie das eben auch haben und ich habe dann so ein bisschen experimentiert und was mir aufgefallen ist, das Fenster ist zu trocken, wenn es Streifen hat, das heißt, ich sprühe das voll und bin in meinem Putzwahn und nehme quasi die ganze Flüssigkeit schon wieder ab und sauge es dann ab. Dann kriege ich Streifen. Also ihr müsst das Fenster schön feucht lassen, halt auch verwischen und sauber machen logischerweise und dann im nassen Zustand absaugen. Und dann sind sie bei mir blitzblank. Ja, ich oute mich, ich liebe einen Fensterreiniger. Totaler Blödsinn, aber selbst mein Männe hat damit Fenster sauber gemacht innerhalb von Minuten. Und wir haben viele, 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 viele Fenster. Also holt es euch, wenn ihr auch so Probleme mit Fensterputzen habt. Meine Stickertiere war der Hit bei Motte in den letzten Wochen unter anderem. Das liebt sie echt total. Da sind dann, ich weiß gar nicht, wie viele hier drin sind, 400 Sticker mit Affen, Elefanten, Zebras, Pinguinen, exotische Fische und so weiter und so fort. Und dann ist das eben unterteilt in Zoo oder Bauernhof und Wüste und weiß der Geier, was es da nicht noch alles gibt. Und die Kleinen können dann eben, so wie der Wissensstand vielleicht ist oder mit Hilfe von Mami, Papi, Oma und so weiter und so fort, die Tierchen überall einkleben, wo sie Lust und Laune haben. Und das macht ihr so viel Spaß. Gibt es auch in Form von Traktoren und Autos oder von Farben. Und es gibt so, so viele Sachen. Ich stehe manchmal vor den Regalen und kann mich selber kaum entscheiden, weil ich auf alles Lust habe. Das ist wirklich eine richtig tolle Beschäftigung. Und da sitzt sie auch manchmal wirklich minutenlang. Also das finde ich ganz, ganz toll. Auch alleine, dann ist sie so in ihrem Wahn und klebt alles so schön hin. Und ich finde das wirklich richtig süß. Und der Nebeneffekt ist natürlich auch, dass sie das lernt oder aber uns zeigt, wie viel sie eigentlich durch all die Bücher und das, was wir ihr erzählen, aufnehmen. Dass zum Beispiel die Pferde auf dem Bauernhof gehören und der Hund auf dem Bauernhof aufpasst und die Küken im Wasser sind und so. Also es ist wirklich ganz, ganz toll. Ich habe dieses jetzt bei Spielemax gekauft, gibt es aber auch bei Rossmann. Bei DM habe ich noch gar nicht drauf geachtet oder bestimmt auch online. Ich versuche euch den Link auf jeden Fall reinzupacken. Ist eine ganz, ganz tolle Sache. Ich glaube, wenn ich jetzt in eine Glaskugel in die Zukunft gucken könnte, wüsste ich genau, welchen Beruf meine Tochter ausübt. Sie wäre Ärztin. Und ich sag's euch, Leute, dieser Arztkoffer samt Inhalt spielt eine fast tägliche Rolle seit ihrem zweiten Geburtstag. Da hat sie den nämlich geschenkt bekommen, in ihrem Spielleben. Es gibt eigentlich nichts, was hiergegen ankommt, also alles, was im Haus passiert. Sie verarztet ihre Püppis, sie verarztet die Kuscheltiere, sie verarztet uns, sie will verarztet werden mit ihren Freundinnen. Es ist so süß mit anzusehen, welche Geduld und auch Freude sie damit hat, uns eine Spritze zu geben, ein Pflaster drauf zu machen, das Herzchen abzuhören, die Lunge, weil das kennt sie ja alles von unserem Kinderarzt, was sie ja früher gehasst hat, wirklich. Ihr kennt ja die Story dazu. Dann haben wir mal angefangen, ein Buch zu kaufen und ihr halt spielerisch im Buch und Geschichte zu erklären, was der Onkel Doktor macht. Dann kam noch der Arztkoffer dazu und jetzt mittlerweile ist Kinderarzt eigentlich gar kein Thema mehr. Und ich glaube, das sagt ganz, ganz viel dazu aus. Ich wollte immer eigentlich einen Arztkoffer aus Holz, weil ich bin mehr so der Holzfan, gab es aber damals nicht. Bin wirklich zufrieden von der Qualität und kann euch das auch nur ans Herz legen für die Kiddies. Es ist wirklich unfassbar, ne? Jetzt hat natürlich noch die Speicherkarte versagt. Ich bin wirklich der Pro. Ich bin der Pro, ich sag's euch. Nichtsdestotrotz habe ich total das Gefühl, ich habe euch heute eine riesen Frikadelle ans Ohr gequatscht und bin immer noch nicht fertig. Denn ich habe noch ein Produkt, was ich euch ans Herz legen möchte, denn ich liebe das schon seit Jahren. Ich frage mich, warum ich euch das noch nie gezeigt habe oder ich habe es vergessen. Und zwar spreche ich von dem Aog Seesandpeeling. Das ist für Mischhaut und unreine Haut, verfeinert das Hautbild und wirkt gegen Unreinheiten.
Das habe ich vor Jahren mal für mich entdeckt und ausprobiert, da war ich so auf der Suche. Denn was mich immer gestört hat, war bei Peelings fürs Gesicht, die waren so grobkörnig oder taten mir extrem stark weh. Die Haut hat danach gebrannt und irgendwie hat das nicht so richtig das bewirkt, was ich mir erhofft habe. Hier steht ja zum Beispiel drauf, das Peeling ist ideal bei zu glänzendem Teint und zu Unreinheiten neigender Haut, wie für mich gemacht, ne? Mit Hilfe von feinstem Sesam werden abgestorbene Hautschüppchen entfernt, die Poren geöffnet und befreit. Und so wie es draufsteht, so ist es auch. Das Peeling ist ganz feinkörnig, eben Sesand. Da ist noch so ein Öl mit drin, also es tut überhaupt nicht weh. Also natürlich, man merkt es, wäre ja doof, wenn man es nicht merkt, aber das ist eben halt nicht so grob, wie man es sonst gewohnt ist. Das Öl, was da drin ist, macht das Ganze noch schön geschmeidig und dann flutscht das Ganze besser und vor allem ist es sehr ergiebig. Also ich liebe das total. Vegan steht drauf, interessiert ja auch mal ganz, ganz viele. Trommelwirbel. Was gehört natürlich immer zu meinen Monatsfavoriten dazu? Röstisch. Die Kategorie YouTuber oder Blogger, Influencer, wie auch immer man uns bezeichnen mag. Einfach liebe Menschen. Ich habe heute wirklich überlegt, nehme ich jetzt wirklich für die vergangenen Monate jeweils einen, aber ich glaube, das würde jetzt hier einfach den Rahmen sprengen. Heute allerdings möchte ich euch eine Person bzw. einen Kanal ans Herz legen, den ich schon sehr, sehr lange kenne. Viel zu kurz, aber mittlerweile auch schon sehr lange. Und ich bin wirklich so ein Fangirl, weil ich einfach mich mit ihr total identifizieren kann und alles, was sie eigentlich tut, zu 100% unterschreibe. Nicht alles, aber eigentlich fast alles. Und ich habe sie auch schon sehr oft erwähnt, aber gerade jetzt in letzter Zeit gucke ich quasi jedes Video. Es ist manchmal sehr, sehr schwer mit dem Alltag zu verbinden. Ihr selber kennt das ja auch. Ich sehe das ja zum Beispiel auch, dass ich nicht mehr so viele Klicks bekomme, dass es nicht so oft mehr angeschaut wird. Ist ja auch gar kein Problem, sondern eigentlich auch nur verständlich. Wir sind Mamas und ich glaube, wir wissen gegenseitig, was wir den ganzen Tag über leisten. Auf jeden Fall, ich suchte wieder ihre Videos und deswegen muss sie heute hier rein, ist die liebe Franzi von Wir sind süß, ehemals Ladies Firstify. Sie ist der Knaller, Leute. Ihr sagt immer, ihr liebt uns für unseren Humor, für unsere Ironie, für unseren Sarkasmus, für unsere Ehrlichkeit, dass wir auf dem Boden geblieben sind, dass wir einfach wir sind. Und genauso ist das mit der Familie von Wir sind süß. Mit ihrem Christoph und der Mathilda und der Ömi und das Sechseln. Ich liebe die Frau. Aber ich habe keine Knubbel mehr. Ich sehe wirklich aus wie eine Orang-Utan-Mutter. Ich habe mein Kind knapp 1,5 Jahre gestillt und bin wahnsinnig stolz auf mich. Das kann ich jetzt so sagen. Und ich finde, das sollte jeder sagen, der sein Kind stillt, aber auch mit der Flasche. Also wie gesagt, es soll jetzt auch keine Verurteilung für Mütter sein, die ihr Kind mit Flasche ernähren. Auf gar keinen Fall. Also ich bin da komplett loyal und komplett offen. Hauptsache, euer Kind kriegt was zu essen. Wisst ihr, wie ich meine? Also ich bin da wirklich total entspannt. Ich muss sie euch wirklich ans Herz legen, wer sie noch nicht kennt, und ich habe ja auch einige Zuschauer dazu bekommen. Ich verlinke sie euch unten. Ihr müsst euch Franzi angucken. Die macht Bombenvideos, einfach aus dem Leben heraus, frei Schnauze, ohne Pipapo und Geschnörkel. Die setze ich so wie ich einfach hin, erzählt euch von der Leber weg eine Frikadelle ans Ohr oder auch zwei. Und das ist ganz, ganz toll. Auch die Einstellung, die sie hat, es ist ihr quasi nichts peinlich und ich finde, das macht Menschen einfach menschlich und lebendig und ich liebe Ehrlichkeit und deswegen guckt sie euch an, hinterlasst ganz, ganz liebe Grüße und euch hoffe ich, dass das Video ganz, ganz dolle gefallen hat, auch wenn es, glaube ich, total ausgeartet ist. Von daher ein riesen, riesen Dank an euch für euer Feedback, für euer Support und ich muss jetzt was trinken, gehe runter zu Omi und bis bald. Mua. Tschüss!